Hallo zusammen. Hintergrundsystem werde ich ganz, ganz oft nachgefragt. Und bislang habe ich da immer ein bisschen negativ geantwortet, weil ich nicht so richtig glücklich damit bin. Ich muss aber sagen, ich habe das schon über 3 Jahre, bestimmt 4 Jahre schon. Und seitdem ich das habe, schimpfe ich darüber und sage, das taugt nichts und hält nicht. Und jedes Mal wieder denke ich, das baue ich jetzt das letzte Mal auf. Aber weil ich das schon seit 4 Jahren sage, ist es offensichtlich besser als mein Ruf. Nee, also besser als ich behaupte. Das wäre es also. Ich verlinke da drauf, gibt es bei Amazon, Valimax, 2 Stative und eine Querstange. Mehr ist das gar nicht, kostet glaube ich 100 Euro, wenn ich richtig im Kopf habe. Die Stative sind halt ein bisschen wackelig, da muss ich auch hin und wieder mal eine Schraube nachziehen. Die Stange oben ist eine Stange halt, die kann man zusammenschieben, das ist noch praktisch. Also das ganze Ding kann man zusammenpacken und unter das Sofa packen. Dazu nehme ich halt eine Papierrolle, die habe ich hier oben festgemacht mit so einer Klammer aus dem Baumarkt. Einfach, dass es nicht runterrollt. Und standardmäßig steht das bei mir hier so rum. Auch wenn ich meine ganzen Videos mache, dann ist das mein Hintergrund. Dann beleuchte ich das Ganze einfach noch so ein bisschen und stehe davor. Und weil der Ausschnitt nachher so ist, seht ihr nicht, dass es nicht ganz bis zum Boden ist. Dadurch, dass es nicht ganz bis zum Boden ist, kommt halt einfach ein bisschen mehr Licht rein. Und wenn dann ein Model kommt, dann rolle ich den runter. Und gut ist, es macht also relativ wenig Arbeit. Man könnte natürlich auch sich was kaufen, was man an die Wand schraubt. Habe ich mir bislang noch nicht getraut, hier die Dinger an die Wand zu schrauben. Obwohl, es ist eine Eigentumswohnung, also ich könnte schon, aber... Ja, so kann ich es halt wirklich relativ einfach abbauen und wegstellen, was ich selten mache. Aber ich bin Single und es läuft keine Frau hier rum, die das stört. Es ist zu zweit sehr schnell aufgebaut, alleine ist es ein bisschen mühsam, einfach weil die Rolle relativ schwer ist und unhandlich ist. Die ist 2,70 Meter breit. Das wäre auch wirklich meine Empfehlung, kauft euch nicht die schmalen, die gibt es auch einen schmaler. Ihr habt immer Probleme. Also wenn ihr nicht nur Porträts macht, für Porträts kann man natürlich was Schmaleres nehmen. Aber sobald ich hier so ein bisschen mich bewege, seht ihr wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier die Arme hochhebe, normalerweise stehe ich irgendwie so, ne, das Model steht hier so, wenn ich jetzt die Arme hebe, gucken die schon über den Rand rüber. Wenn ich mir die Arme breit mache, sind die schon am Rand. Ja? Und wenn jetzt hier ein Bodybuilder ist und irgendwie so steht oder ein Schwertkämpfer mit Schwert oder Bogenschütze oder sowas, ist immer irgendwas aus dem Ding raus. Ja? Und wenn das Model direkt an der Wand steht, dann habe ich natürlich mehr Platz. Aber ja, je nachdem, was ich haben will, wenn ich einen schwarzen Hintergrund haben will, dann ist der mitbeleuchtet, wenn ich weiß, also ich habe Schatten drauf und so weiter. Also es ist immer besser, wenn man mehr Platz hat. Und es ist immer besser, wenn das Model nicht so dicht an dem Hintergrund ist. Dann habe ich die Probleme mit Größe. Okay? Also 2,70 Meter muss man haben. Das Papier ist von Savage. Das liegt einfach daran, weil das einzige Papier ist, was ich hier in Bern kriege. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Es ist teuer, aber hier in der Schweiz ist ja alles teuer. Das so das. Also da will ich keine Empfehlung geben. Sonst noch irgendwelche Tricks und Tipps? Ich mache das so, dass ich das Ganze mit Panzertape am Boden festklebe. Das lasse ich auch drauf und klebe halt jedes Mal neues Tape da drauf, einfach auf die Stellen. Hin und wieder schneide ich halt mal so einen Meter ab. Weil wenn denn gerade auf dem Weißen, wenn ein Model mit Stiefeln hier rumläuft, dann ist es, der lässt natürlich Spuren auf dem Weißen. Oder wenn ein Hund hier ist oder sowas, dann ist das Ding voller Fußabdrücke etc. Also hin und wieder muss man mal 1 Meter oder 2 abschneiden. Die Rolle ist 11 Meter lang. Kann man sich ausrechnen, wie lange die dann hält. Hier habe ich zum Beispiel Tape draufgeklebt, weil da der Bogenschütze mit dem Pfeil gegengekommen ist und solche Sachen. Aber das ist nachher auf dem Boden. Man kann den Boden natürlich nach einer Nachbearbeitung säubern im Photoshop. Das macht halt einfach Arbeit und irgendwann lohnt es sich da 2 Meter abzuschneiden, statt da bei 10 Bildern eine halbe Stunde, Stunde dran zu sitzen und das im Photoshop nachher alles wegzumachen. Sonst gibt es da gar nichts dabei. Schwarz oder weiß oder grau, was soll man da nehmen? Wenn du nur eine Papierrolle kaufst, nimm grau. Weil grau kannst du anblitzen, dann ist die weiß. Oder du kannst sie dunkel lassen, dann ist sie nachher schwarz. Das ist aber alles ein bisschen gefummelt und mühsam. Am einfachsten ist es, und so mache ich das auch, ich habe schwarz und weiß. Und entweder ich will schwarz haben oder ich will weiß haben. Habe ich es alles ein bisschen einfacher. Das Weiße ist sehr, sehr handhabungseinfach. Ich kann das anblitzen, dann ist es weiß. Oder ich kann es nicht anblitzen, dann ist es grau. Das Schwarz ist ein bisschen, finde ich, einfacher, weil es nicht so dreckig wird, aber es ist schwieriger, weil es mehr reflektiert. Wenn ich schwarz habe, dann will ich in der Regel gar kein Licht da drauf haben, dann soll der Hintergrund wirklich schwarz sein. Und das kann ich machen, indem ich meine Blitze mit Grits versehe, ne? Die Waben, die verhindern, dass Licht draufkommt, aber ein bisschen kommt natürlich immer rauf, ich habe eine weiße Decke und so. Und weil das Papier so ein bisschen reflektiert, Papier reflektiert einfach ein bisschen, dann sieht man häufig halt doch noch Stellen, die ich nachher wegmachen muss. So. Deswegen im Moment mache ich ja sehr viel mit einem weißen Hintergrund, so gerade so die ganzen Schwarz-Weiß-Geschichten und so. Heute Nachmittag habe ich wieder ein Shooting, deswegen baue ich das jetzt auf. Furchtbar unkompliziert, furchtbar einfach. Nichtsdestotrotz ist hier auf die Dauer natürlich auch ein bisschen Knicke drin.
Ja, auch deswegen lohnt sich, das hier so hängen zu lassen, dass die Papierknicke so ein bisschen rausgehen können. Die sieht man nachher natürlich schon. Da muss ich teilweise halt einfach auch das Zerknitterte wegmachen. Weil hier beim Auf- und Runterrollen, wenn ich, das alleine mache, dann knittert da natürlich auch mal was. Okay, das war's. Kann ich irgendwelche anderen empfehlen? Keine Ahnung, ich kenne nur das. Das ist für den Preis völlig okay, würde ich sagen. Nachdem ich das jetzt, wie gesagt, 4 Jahre benutze und das wirklich dutzende Male auf- und abgebaut habe, muss ich zugeben, es ist stabiler, als es auf den ersten Eindruck wirkt. Also, bis zum nächsten. Tschüss. Bisschen dunkel, oder? Es dürfte heller sein. Zumindest. Immer noch so dunkel. Nochmal. Hallo zusammen. Hintergrundsystem. Sieht man das überhaupt komplett? Bis oben? Ja.